Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Terraria in der Eternity Mod. Dem ist das 2006. Beim letzten Mal haben wir das trojanische Eichhörnchen, ich wollte Pferd sagen, besiegt. Und ich habe offscreen ein bisschen gefarmt. Ich habe da offscreen mal was vorbereitet. Wir haben das Ambut Enchantment, das Cactus Enchantment und die Palmwood Enchantment. Mir ist nämlich aufgefallen, dass der Advisor mehrere Sachen vorschlägt. Mehrere verschiedene Sachen. Sondern in der Theorie fehlt uns das Sharktooth Necklace und das Jungle Enchantment und halt Land of Regeneration haben wir, aber ich glaube, damit so kommen wir schon gut voran. Oder würde ich den Slimer, den King Slimer probieren wollen. Ich kann kurz zeigen, wie man die craftet. Aber das hat man schon gesehen gehabt, aber. Ja, sicher, sicher. So, man braucht einfach die Emerald-Rüstung, einen Pilz, die Black Current. Wie man die kriegt, sage ich gleich. Ist, glaube ich, besser. Und das Bild, okay. Das Problem mit den meisten Enchantments ist, die brauchen halt eine Frucht oder einen Fisch. Und meistens auch ein Bild. So. Das Bild, die Bilder kriegt man von dem Painter. Das Problem ist halt einfach, vor allem mit Corruption und Crimson ist halt so, du kannst den da nicht einziehen lassen. Aber er muss dort nicht eingezogen sein, es reicht, wenn er dort ist. Also dachte ich erst, okay. Ja, shit, wie kriege ich ihn da jetzt hin? Und dann ist mir halt eingefallen, weil man kann wohl eigentlich die King Statue benutzen, mit Wires und sowas. Und das wäre einfach, Moment mal. In Fargo Soul Mod kann man einfach das Bugnet benutzen. Da haben wir das schnell geschnappt. In die Wüste, ins Corruption. Und dort halt einfach die Sachen geholt. Und die Black Currants, ne, diese Früchte, kriegt man nur, wenn man Bäume shaked, in Anführungszeichen. Man kann sie shaken, indem man mit der Axt einmal kurz auf den Stumpf haut. Wenn nichts passiert, kommt halt nichts. Die Früchte haben so ein 4-5% Spawn-Chance. Und man kann jeden Baum einmal pro Tag shaken. Mit einem Maximum von 500 verschiedenen Bäumen. Also, ne, kann man sich vorstellen, wie viel Spaß das gemacht hat. Black Current war das letzte, was ich gekriegt habe. Dann haben wir noch hier den Kaktus. Der war einfacher, Flounder. Hat mich trotzdem kurz ein bisschen Aufregung gekostet. Warum, sage ich gleich. Was haben wir noch? Wir haben Palmwood. So, das war Banana und Coconut. Die kommen. Das Biom, was hier gesagt wird, ne? Hier Palmwood ist halt vom Strand. Da gibt es dann halt auch die Früchte. Die Flounder hat mich ein bisschen Überlegung gekostet, weil kein Wasser, keine Oase, Corruption und kein Wasser sowieso. Aber hier unten, aus irgendeinem Grund, ist Wüstenbiom, ein kleines bisschen. Also konnte ich halt hier hin schnell ein bisschen angeln und habe dann die Flounder gekriegt. Und was die halt machen, ist halt wir sind bei einem Aura of Shadow Flame. Den Effekt habe ich ausgemacht. Den kann man hier netterweise ausschalten. Sieht dann so aus. Any projectiles would deal less than 10 damage to you are destroyed. Sehr nice. While attacking you release a spray of needles. Enemies will explode into needles on death if they are struck with your needles. Das sieht dann so aus. Keine allzu hohe Reichweite, aber trotzdem sehr nice. Macht auch echt gut Schaden. Und Double Tap Down to spawn a Palm Tree Sentry that throws nuts at enemies. Das machen wir mal. Und das scheint keinen Cooldown zu haben. Und das Ding macht auch echt gut Schaden. So, zusätzlich habe ich mir mittlerweile auch angewöhnt, Critters, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir die schon haben, nur es einmal mitzunehmen. Ich habe auch einen Garn gefunden.
Und jetzt will ich mal. Na, für die Unlimited Bus brauchen wir einen Scroll Maker. Scroll Crafter. Papa. Warte. Okay, Bamboo kriegt man halt aus dem Dschungel. Black Ink. Black Ink droppt, glaube ich, nur von. Von den Tintenfischen. Nicht? Doch da. Black Ink. Gut. Der Junge ist das Squidward, okay. Squid? Und nicht, dass wir schon mal einen Squid gesehen haben. Egal. Ja. Normalerweise wird noch das Jungle Enchantment empfohlen. Das ist halt der Double Jump plus Dash. Das würde wahrscheinlich die Cloud in einem Bottle ersetzen. Aber. Ja. One. One und Needles. One und Vines. Das muss man finden. Jungle Spores und Stinger. Hier dann noch mehr. Werden wir noch holen. Aber da hatte ich wirklich jetzt keine Lust drauf. So, stattdessen machen wir mal Kauen. Haben wir nicht genug Slime? Oh, die, Alter. Oh, das heißt Gel. Ja, ich habe auch einen Pinky getroffen. Die sind echt witzig. Die hüpfen sehr viel rum. Und wenn sie einen treffen, schleudern sie einen in die Luft. Und stunnen einen zusätzlich noch. Das war interessant. Aber ich habe auch die Acorn Gun mal ein bisschen ausprobieren können. Ganz nett. Macht echt gut Schaden. Also die geringe Feuerrate ist ein bisschen. Nee. Hoffe, ist ganz nett, auf jeden Fall. Wenn wir schon wieder gegen den Kingslime dann antreten. Hier habe ich übrigens einen Versuch gehabt. Und der sagt dann hier einfach: This housing is corrupted. Haben die dann keinen Bock drauf einzuziehen? Und Schluss. Ja, auch eine nicht-consumable-Version craften. Glaube, wenn wir die Slimy Crown machen, kriegen wir sie wieder. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ey. Wurfkopf. So, schauen wir einfach mal. Kingslime sollte jetzt nicht so schwer sein. Ich will trotzdem gerne noch ein paar Lagerfeuer hinsetzen. Also, ich habe übrigens auch Unlimited Torches gemacht, die funktionieren jetzt wieder richtig, deswegen. Deswegen, warum nicht? Ui. Eins. So. So. Und so. Sollte ja ungefähr passen. Jetzt aber mittig platzieren können, aber. Was soll's? Was soll der Geiz, ne? So, sieht doch schon ein bisschen besser aus jetzt.
Und versuchen wir es aber mal. Aua. Das ist jetzt ungünstig. Das war echt ungünstig. Die blubbern mich an. Die Range von der Acorn Gun ist halt nicht so gut. Ich sollte versuchen, einfach über ihm zu bleiben. Das war meine beste Option. Ich soll... Nice, 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 nice. Lief doch schon besser. Let pass, nice. I take it. Brisky Slime Shield grants immunity to slime, increase force speed. When you land after jump, slime will fall from sky over your cursor. Perfect slimed and oiled, torn from the innards of a defeated foe. Angeschleimt. I mount, I take it. Slime staff. Whatever. Könnte er denn irgendwas Interessantes noch spawnen? Oder droppen? Dann King Slasher. Unser King Slime Minion scales with summon damage. Das ist fett. Die Kisten will ich auch einfach erstmal reintun wieder. Elfish Boots, Tsunami in a Bottle und Slimy Shield. Okay.
Cross Necklace, Boreal Wood. Warrior Wood, Wormwood, Miami Shield. Das wird auch noch empfohlen. Wormwood macht Sinn, ja. Was macht denn das Warrior Wood? Text will periodically be accompanied by several snowboards. Ich habe keine Plump. Rüstung sollte ich auf jeden Fall machen können. Nee, Bänder ist auch kein Problem. Okay. Darf ich meine, warum nicht? Ja, macht ja nur Sinn. Jetzt rein, ganz weg. Ja, komm auf 400. Ja, zum Tonbau rüber. Überhaupt nicht nervig. Dann muss es auch nur mindestens haben, so wie es aussieht. Nee, ich darf nicht in den Boden ziehen. Ich muss drüber ziehen, okay. Im Moment dachte ich, es wäre vielleicht eine Himmelsinsel über mir. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Mal anhauen. Die Bäume müssen grüne Top haben. Cherry, die könnte mit Sicherheit auch noch nützlich werden. Wie macht man denn Schneeball? Der war mit Snowblocks, ne? Ja? Hier wollen wir Inventar machen. Quack, quack. Ente haben wir noch nicht. Nein! Ronald, bleib hier! Ah. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt... War das anders? 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte alles gewesen sein. Überfahren, haben wir dabei.
Ja, wir müssen halt jedes Mal zum Demon-Altar hin, dafür ist ein bisschen. Oh. Ich auch direkt das Auge machen. Hey, that could be seen as suspicious. Ach, haben wir schon eins. Nein, den blauen habe ich noch nicht. Das ist halt wirklich so ein Gotta Catch 'em All. Ich weiß halt nicht, welche Critter ich brauche und welchen nicht. Skorpion haben wir auf jeden Fall schon. Außer ich habe den aus Versehen als Köder benutzt. Nehmen wir mal mit. Achso, falls ich übrigens anders klinge, ein bisschen anders klinge, ich versuche gerade ein bisschen. Neues Programm. nämlich Nvidia Broadcaster. Oder Nvidia Broadcast. Deswegen hört man zum Beispiel auch meine Tastatur nicht mehr so stark. Im Untergrund funktioniert das nicht. Okay. Wirkt nicht schlecht. So. Wir noch ein Leben, geht doch nicht so schön aus. Boomschuriken. Nice, nice. Wir hätten zum Dschungel rüber gesollt. Ein bisschen Bamboo mitnehmen. Nicht sofort wieder zurückkommen sollen. Traveling Merchant. Ah, der wird noch eine Weile da bleiben. Aber kein Dash, ne? Nee. Ist zum Glück überhaupt nicht nervig. Naja, wenn es mit dem DPS helfen soll, wird wahrscheinlich auch eher gegen den Slime-Debuff mehr. Warum ist auf Schneebälle ist tatsächlich relativ gut. Ob ich die Frostpfeile machen könnte. Das ist halt fraglich, ob das. Ja, weil Frostfire ist halt. Also Frostburn ist ein bisschen. Krasser als normale Onfire. Allerdings können wir jetzt auch das Oiled machen. Hm. Ich fall wie ein Stein. Ja, wir brauchen Bambus. Grundsätzlich müssten wir auch nach so einer Jungle Rose suchen. Ich weiß halt nur nicht, wie sie aussieht. So, Moment, das ist nochmal was hier. Wir brauchen 5 pro und einen Wassereimer. Das sollte schon genug sein. Ja, ist mir jetzt genug. Hi. Ja, das ist wichtig.
So, hat er sonst irgendwas Interessantes? Na, wer weiß. Hiervon nehmen wir auch mal 30 mit. Und jetzt? Kann ich so sein Inventar erneuern? Nee, okay. Und weggeslurpt den Jungen. Bim, bim. Warte. Ich habe ein paar Buckets gecraftet, weil ich den alle mit dem Water Bucket machen wollte, aber. Ist das Blei ausgegangen? Ärgerlich, ich weiß. So. Ich brauche. Nee, Papa. Aber. Recipe has been reduced due to votes on Discord. Weiß nicht, was das vorher war. Aber ich habe das Gefühl, es war nichts Gutes. Oh ja, nur noch Black Ink. What am I made from Black Dye? Used to make Black Dye. Ja, Black Ink. Ain't from Squid. Und wie häufig spawnen Squids? Rarely. It is one of the few entities that can be detected by the life form analyzer. Nur im Ozeanbiom, by the way. Das okay. Anti-Satisfying Medium Improvements, okay. Das reicht mir schon so. Einmal hinlegen, bitte. Jetzt halt ein bisschen schneller rum, weil jetzt gerade haben wir nicht wirklich was zu tun. Also klar, ich könnte das Angeln auch für die besseren Schuhe und den Tsunami und. Aber. Angeln. Enough said. Ich denn für die Heartlantern? Ein Life Crystal für Chains. Glaube ich auch für genau Acts of some Vanilla Buff Station. Ja, das ist ja so das Wichtige. Und Stanley können wir noch nicht mal machen. Wir haben das Rezept genervt. Ist okay. Einfach ein Wood. Und schießen das woanders hin. Ja, wir platzieren es. Ungefähr hier so mittig hin, weil hier sollte ich eigentlich bleiben. Eigentlich.
Muss ich da eine Plattform hin? Tada!